Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in unserem Live-Projekt. Leider schon die vorletzte Folge, das heißt, wir müssen nochmal richtig reinkloppen, Freunde. Richtig reinkloppen, mit den Füßen zusammen, im Team King Biceps. So. Ich geh zum Velu. Gibt's gleich wieder Schelle, wetten? Aufgabefeld. Hallo. Hallo. Ich wollte eben anmelden, dass ich hier 16 Ballen zur BGA bringe. Okay. Das wäre fast besser, wenn Sie das unten anmelden, weil dann, die verarbeiten die auch. Dann mache ich das eben. Na super, danke. Und noch Hector. Hallo. Hallo, Frisa. Hallo. Hallo. Ich möchte mit jedem sprechen, außer mit Andi. Der hat hier Sendepause. Wow. Ich habe hier 16 Ballen. Wo soll ich die hinstellen? Wieder in den Silo, wo sie gerade standen. Ach, da soll das hin? Ja. Woher wissen Sie, dass das unsere dann sind? Weil sie ihre eigenen Marken, jeder hat seine eigenen Farben. So. Und nach dem Typ auch Quaderbein. Hat das nicht jeder? Nein. Nein. Gibt da so welche, die machen Rundbein ganz viele. Okay. Aber ist es denn besser? Kommt drauf an, was schneller transportieren wollen. Also, ja, Effektivität würde ich sagen, Quader. Genau, Quader ist schneller. Also, 16 Stück mit einmal. Okay. So, okay hier? Jo, einfach hinstellen, danke. Bitte. Ja. Dann mache ich mich wieder vom Acker. Tschüss. Jo, tschö. Da, wieder da. Ja. 16 Ballen habe ich abgeliefert. Hast du abgeliefert? Ja. Okay. Oh, Entschuldigung, falsches Team. Nee, bist schon richtig. Ah, okay. Ja. Was gibt's denn? Ja, du bist wechseln. Achso. Ach, sie wollen mich gar nicht haben. Lass mich kurz überlegen. Nein. Haben sie recht. Nein, Spaß. Wie läuft denn so? Was machen Sie denn Schönes gerade? Ach, da habe ich mal direkt eine Frage. Haben Sie einen Drescher? Nee, da haben wir schon lange aufgehört. Also, ach so, mit Felderdreschen haben Sie schon lange aufgehört? Nee, das macht das LU alles. Also einen eigenen Drescher gar nicht mehr da? Nee, das verdammt lohnt sich einfach nicht. Hätten wir ihn direkt abgekauft oder so, ausgeliehen. Okay. Sie wissen doch, wir sind jetzt alle im Silagestress. Ja, leider. Ja. Aber es musste ja so kommen. Immer. Naja. Herr so. Boxe? Ja. Sind Sie ja nicht auf der Gamescom? Bisher ist noch unbekannt. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Okay. Können Sie mir Bescheid geben, wenn Sie da sind? Natürlich. Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Meinen Sie, möchten Sie mal einen Handschlag geben? Sie kriegen einen Schlag, ja. Du bist ja wieder nett heute, ey. Nein. Er hat wieder so viel Monster getrunken. Ja, der wird ja immer übermütig. Weißt du? Wenn der zu viel Monster trinkt, der wird er immer übermütig. Da verwechselt er immer Mut mit Leichtsinn. Ja. Aber so ist er halt. Naja, noch zwei Tage, dann bin ich ihn ja auch los. Hat mich nur mal interessiert, ob du. Okay. Ja. Ja, aber Sie sind doch auch im anderen Lande zusammen unterwegs, sagt man so. Im anderen Lande? Im anderen Lande. Da müssen es doch auch zusammen aushalten. Wie meinen Sie das? Sind doch schon teilweise umgezogen. Sie pendeln doch nur noch. Was? Den verstehe ich jetzt gerade nicht. Verstehe ich auch nicht. Den verstehe ich jetzt wirklich nicht. Das überlegen Sie doch mal. Jetzt schon umgezogen? Verstehe ich nicht. Also Sie sind doch schon parallel in anderem Dorf unterwegs. Neues Projekt, Kappa. Jetzt, ja, denn das ist ja die Zukunft, da haben wir uns schon wieder verstritten. Oh, ach du Jemini. Ja, da ist ja schon wieder gegeneinander. Okay. Ach, alles schlecht. Naja. Okay, alles klar, gut. Ja, jetzt weckt sich das Team wieder. Ja, alles klar. Alles klar. Ciao. Viel Spaß. Lol, Dino. Ja, was denn? Boah, ich bin fast reingefahren. Wo hast du die Beine jetzt hingeschafft? Zur BGA? Du bist jetzt erst wieder hier? Ich merke gerade, dass du schneller warst, ja. Ja, also. Sag mal, wird hier immer noch nichts gewickelt? Also das ist scheiße.
Ist er wieder weg? Was hat denn da für eine Raver-Party, Tatra? So, was machen wir denn jetzt nun? Ballen sind nicht gewickelt. Geerntet wird, glaube ich, auch noch nicht. Oder... Naja. Ernte nicht, wickeln nicht, nur gepresst wird. Wenn wir gar keine normalen Helfer mehr einstellen können. Ey, Tino. Was denn? Die ernten auch noch nicht. Ja, wie denn? Es sollte mit zwei Leuten gepresst werden. Und das macht Philipp und Mika sind bei euch auf den Feldern und pressen. So wie es gewünscht war, zu zweit. Und dann also, leiten uns ihre Maschine auch. Also ich sehe nur den Philipp hier pressen. Nee, der andere presst auch. Mika halt rest oben am Feld. Ach, da oben, ja, ja. Also, ja, also zwei LUler gibt's und meiner Wissens nach und der Herr Hirschfeld hat das bestätigt und zwei LUler arbeiten fleißig für sie. Also ich würde ein bisschen aufpassen im Moment. Der Bürgermeister, der hat der leider... Der ist da, ne? Bitte da so. Schon wieder einer am Ohrfeigenbaum. Gern geschehen. Aber Herr Bürgermeister... Meinen Sie nicht, dass wir, wenn die anderen natürlich nur den nicht brauchen, dass wir da vier LU, wir haben überhaupt keine Möglichkeit mehr, normale Helfer einzusetzen. Gar nirgends nicht mehr, niemals nicht. Ja, aber... Ja. Das ist unser Problem. Ich kann natürlich Ihr Leid jetzt... verstehen. Total verstehen, aber... Und deswegen? Kann ich nichts machen. Ach so. Weil, ich sag jetzt mal, ich weiß ja nicht, was sie gerade für Arbeiten haben, aber... Ja, das Problem ist, es sind alles Arbeiten, die nicht mit normalen Helfern gehen. Zweimal pressen, zweimal wickeln, zweimal ernten. Ernten würde mit Helfern gehen. Ja, aber sie leihen uns ja ihren Drescher nicht. Nö, das geht nicht. Aber ich habe ja gesagt, fragen Sie doch mal beim Händler, ob der Leihgeräte hat. Hat er, haben wir schon. No. Aber der Händler, der hat auch letztes Jahr irgendwie einen Schlaganfall. Ah. Ja. Ja gut, aber... Das war's jetzt. Dürfen wir durchsichtige Ballenfolie benutzen? Durchsichtige Ballenfolie? Ja. Nicht wickeln quasi. Nein, das dürfen wir nicht. Hallo? Das sind ja wohl die großen... Die fahrlässig... Hallo? Natürlich, die sind gewickelt. Kennen Sie nicht? Nee, wie Stretchfolie. Das gibt's nicht. Haben wir nicht hier auf Felsbrunn. Die Folie. Die sind aber auch, wissen Sie. Ganz ehrlich. Was machen wir da jetzt? Aber Herr Manus, ich verstehe es auch gar nicht, warum haben Sie denn so schlecht gewirtschaftet, dass Sie keine Helfer einsetzen können? Weil keine Helfer Ballen machen hier, die Ballenarbeiten machen können, das geht ja nicht. Ja gut, das ist ja dann eine reine Fehlkalkulation, dass Sie alles auf Ballen gesetzt haben, kann das sein? Nee, nicht alles. Das Problem ist, wir haben keinen Drescher mehr. Das Hauptproblem ist, dass der Herr Manus und der Herr Friesi nicht bereit sind, die Leihgebühren für den Drescher des Händlers zu bezahlen, soweit ich das verstanden habe. Nein, also, da haben wir noch nie drüber geredet, über Leihgebühren. Ja, was dann? Ich könnte Ihnen ein Angebot machen. Ich habe hier noch einen alten Drescher in der Scheune stehen. Wie alt ist denn der? Der Bison? Ist Baujahr 64, glaube ich. Wie ist das, ein Bison-Drescher? FMZ steht, glaube ich, auf der Seite drauf. Dürfen Sie mich nicht fragen, das ist alles schon super waschen. Ich glaube, da steht gar nichts mehr drauf. Das ist auf jeden Fall so eine verblasst rote Rakete. Wissen Sie, mit Klimaanlage der natürlichen Art. Oh, Alter. FMZ. Ja, ja, FMZ. Wissen Sie was? Der läuft auf jeden Fall richtig gut. Glaube ich Ihnen doch das Wort. Tino? Wir sollten es trotzdem annehmen. Nee. Haben Sie ein 15 Meter Schneidwerk dafür? Dafür. Ab dafür? Ich glaube, das schafft er nicht. Dann kippt da vorne über, dann macht er Männchen. Das können wir ja runterlassen. Nach 3 Metern der Tank voll. Was haben wir angesehen, Freezy? Soja. Sind gerade gut im Kurs.
Dürfte ich sie, also ich kann leider nichts mehr für sie machen, Herr Friese. Und Herr Manus, sind beide da. Ja. So gar nichts würde, aber sind mir die Hände gebunden. Was wollen Sie denn für den alten Drescher da? Nee, hör auf, der bringt nichts. Ja, dann fahr ich damit. Wir müssen ja irgendwas machen, Tino. Ja, ich hab was anderes. Redet doch nochmal mit dem Händler, vielleicht ist das gar nicht so schlimm da. Ach, der Händler. Ja, den habe ich angeboten. Ach, der. Wir machen das anders. Wir haben eine Idee, wir haben einen Plan. Der Händler sagt mittlerweile, ja, ich denke drüber nach und wir reden da nochmal drüber und dann kommt er gar nicht. Wenn man das dann anspricht, ja, tschüss. Macht den Herrn Nadelmann doch nicht schlecht. Ja, der war ja nicht schlecht. Der war immer so gut. Er war wirklich immer gut, aber sowas hat er noch nie gemacht. Das finde ich echt ein bisschen doof. Müsste sie aber dann trotzdem. Ja, der hat schon wieder seinen Rückschnur da. Und auch mein Büro nicht die ganze Zeit blockieren, das ist blöd für die anderen. Schreit hier keiner. Ja, gut, alles klar, wir sind raus. Tschüss. Und jetzt? Wir kaufen jetzt noch einen Drescher, ich hab ne Idee. Echt jetzt? Ja, ich hab ne Idee. Alter, ich weiß nicht. Warte mal, ich hab ne Idee, jetzt chill. Ich hab ne Idee, chill. Herr Nadelmann? Ja? Würden Sie uns Drescher verkaufen? In Rotzlmech Nova 330? Bitte? Hallöle. Hallo. Was los? Moin. Haben wir eine Minute? In einer Minute, okay. Ja. Ein Nova 33. Ja. 105.000. Ja, mit 9 Meter Schneidwerk. Rotzlmech Schneidwerk, 9 Meter. Gerne. Brauchen wir, nehmen wir. Auf geht's. Sofort. Jetzt sofort. Kollege holt ihn ab. Tino. Kollege holt ihn ab. Tino, warte mal eben. Warum? Der kostet nur 100.000. Ja. Ja, das Geld kriegen wir doch wieder, wenn wir verkaufen. Aber wir haben halt nur 100.000 wieder. Der leiht uns eh nicht für einen kleinen Taler, den. Entschuldigen Sie gerne, Alemann. Nichts gegen Sie. Bringt da nichts. Guck mal, die kaufen jetzt für 100, verkaufen für 100, 1.000 verkaufen wir dann wieder. Und haben aber, wir kriegen für 1.000 Liter 1.700. Wir müssen den Scheiß hier auch vom Feldern holen. Na gut. Machen wir jetzt mit dem Drescher und fertig ist, das schaffen wir ja. Noch mit einem Drescher. Hab schon die Überlegung, wir zwei nehmen, aber es lohnt nicht. Haben sie? Mit dem 9 Meter Schneider und dem 5 Meter. 9 Meter! Und bitte nicht in pinken Felgen. Aber das wusste ich nicht, das muss ein Überfall gewesen sein. Ja, yeah, ja. Können sie bei mir abholen. Boah, was? Aber war das Schneidwerk so teuer? Ja. Aber das Deutschgrün wurde von ihrem Kollegen bei mir gar noch nicht gewertet. Nee, das hat er gar nicht gesehen, ne? Ja, na gut. Holst du den ab, Friese? Ja, ich bin schon da. Gut, dann Dankeschön, Herr Nadelmann. War wieder eine Ehre. Gern geschehen. Tschüss. Ja. So. Scheiße, Alter. Hallo. Hallo! Hallo! Ich habe mal eine Frage. Sagen Sie mal. Ist Ihnen aufgefallen, dass ein weiteres Feld ohne Absprache blau geworden ist? Echt? Ja, Feld 7 zum Beispiel. 7 ist bei mir weiß. Oder 17, sorry. Nö, stimmt, haben Sie recht. Ja. Oh, stimmt. Wollt's nur mal anmerken, weil das ist nicht die feine englische Art. Nö, stimmt. Eigentlich hat man ja, ne? Wer ist Farbe wusste, blau? Dass, wir wussten, das. Ja, sag's Nestle, einen wunderschönen. Oh. Ah, ist ja schön, dass Sie gerade da sind. Ja. Alter Übeltäter. Ja. Was ist denn los? Könnt ihr mal Ihren Kollegen noch fragen, ob der auch noch kurz Zeit hat? Ich weiß, der ist am Hustlen den ganzen Tag, aber... Ist er auch, deswegen was gibt. Die Burning Farmers würden Ihnen gerne mal was fragen. Ja, dann fragen Sie mal. Wie war denn das mit dem Feldkauf? Wie wir es Ihnen vor uns gesagt haben? Ja, aber wurde nicht gesagt oder wurde nicht sogar ins Gesetzbuch geschrieben, das dass wir gesagt haben, wir machen das? Das haben wir vor uns auch gesagt. Ja, und was haben Sie denn da gesagt? Der Herr war ja erst vor uns bei uns und genau. Hat gelabert, wie das Ding so läuft. Da ging es halt auch wegen Feldkauf und so. Und ja, wie war das? Na, über den Bürgermeister und alle, ja gut, ne, dann kann man das ja auch so machen. Sarah ist richtig, ja, und dann war tschüss. Da heißt, der Bürgermeister hat Ihnen die Freigabe dafür gegeben. Der Bürgermeister hat uns die Freigabe für dieses Feld hier gegeben, ne? Das ist ja interessant. Aber das ist ja nicht, so funktioniert es ja nicht, der Feldkauf.
Ja, das kam uns auch spanisch vor. Wenn es der Bürgermeister sagt, sagt es doch. Aber wenn Sie das auch wissen, warum machen Sie es denn dann trotzdem? Dann ist es ja schon mutwillig. Der Bürgermeister ist die oberste Instanz hier bei uns. Wenn er entscheidet, wir dürfen das haben, sollen wir da dagegen sprechen. Der sich an die dann Gesetze halten, mal, an die der Bürgermeister sich auch halten muss. Ja, was erzählen Sie mir das? Erzählen Sie es doch dem Bürgermeister. Mich juckt das doch ein Scheißdreck. Ah ja, so einer sind Sie ja nun wieder. Ja. Fühlen Sie sich jetzt wieder benachteiligt oder was? Wie bitte? Die fühlen sich wieder benachteiligt, oder? Ja, sie kommen, naja, ich sag mal so, alle anderen haben ja immer gefragt, wenn... Oh, na, Moment. Der Lele fühlt sich benachteiligt. Das ist die Benachteiligung, heißt jetzt heutzutage. Ja, aber bleiben Sie doch einfach mal, bleiben Sie doch wenigstens ein einzigstes Mal... Nee, weil wenigstens nur einmal sachlich. Anhören. Dieses Geheule kann ich mir von Ihnen das hat ja nichts mit Geheule zu tun. Natürlich, entweder fühlen Sie sich jetzt benachteiligt oder diskriminiert, eins von beiden. Aber was ja, sagen aber Sie mir das? Geht sie diskriminieren ja, das ist ja das Problem. Ich diskriminiere nicht. Ne? Es geht ja schon wieder, die Krokodilstränen sehe ich von hier. Das sind 80 Kilometer. Also wissen Sie, wenn Sie wenigstens noch ein bisschen normal ein bisschen Anstand hätten, dann würde man ja vielleicht über so eine Sache sagen, ja gut. Aber so eine Art und Weise, wie Sie an den Tag legen, das kann man einfach dann nicht mehr dulden. Nö, absolut. Nee. Absolut. Das tut uns absolut. Wirklich, das tut uns wirklich ja, leid, aber da müssen Sie. Da müssen Sie Ihre Dolaris wahrscheinlich wieder zurücknehmen und müssen das Feld wieder abgeben. Oder auch nicht. Ja, ist ja halt gut. Schwierig, man. Aber halt, Moment, halt ich hab einen wichtigeren Termin. Ah ja. Ansonsten wäre es ja noch von der Lappenorganisation da. Ach, der Herr. So, wollen Sie nur übertreten oder nicht? Nö, nö. Nö, nö, war klar, Lappen. Fährt er denn jetzt nicht vorwärts? Sobald ich das runtersenke, fährt er nicht mehr vorwärts. Wenn ich es ausmache, wohl. Ich glaube, dass wir den. Ja, läuft. So, der Dresch ist. Ja.
Gut, meine lieben Freunde, wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.